zum anständigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Tründl und Folgendes haben wir heute am Montag, den 5. März 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Thema in Taiwan Monitor ist die erwartete Abschaffung der Begrenzung der Amtszeit von Staatspräsidenten Chinas. In Taiwan entdecken führte Bastian Hammer ein Gespräch mit dem Präsidenten der Academia Historica, Professor Uni Cha, über Vergangenheitsaufarbeitung in Taiwan und welche Rolle die Freigabe historischer Quellen dabei spielt. Zum Schluss unseres heutigen Programms Musik aus Taiwan mit Lieben von Mozartes. Und das sind die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan protestiert gegen Vertreibung von Fischerboot. Atomenergiekommission genehmigt Inbetriebnahme von Reaktor. Und Präsidialamt weist Kritik von Chinas Taiwan-Büro zurück. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute gegen die Vertreibung eines Fischerboots durch eine japanische Patrouille nahe der umstrittenen Diaoyutai-Insel protestiert. Damit reagierte das Ministerium auf einen Vorfall vom Wochenende, als japanische Patrouillenboote Wasserwerfer gegen das Boot eingesetzt hatten. Taiwans Regierung wirft der japanischen Seite den Einsatz von übermäßiger Gewalt gegen das Fischerboot vor. Unterdessen hat Taiwans Fischereibehörde eine Untersuchung angekündigt, um zu überprüfen,